Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Lindner stellt Steuerentlastungen in Aussicht. Es gehe um mehr als 30 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode, so der Bundesfinanzminister in der Bild am Sonntag. So sollen etwa Beiträge zur Rentenversicherung künftig voll von der Steuer absetzbar sein. Zudem werde auch die erneuerbare Energienumlage auf den Strompreis abgeschafft. Lauterbach zu Omikron. Der Gesundheitsminister geht davon aus, dass diese Corona-Variante in den kommenden 2 Wochen in Deutschland dominant sein wird. Derzeit würden Pläne vorbereitet, um Isolations- und Quarantänezeiten zu verkürzen. Das soll verhindern, dass bei hohen Infektionszahlen wichtige Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft zusammenbrechen. Protest gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland. In Saarbrücken versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 5.500 Menschen, um gegen eine mögliche Impfpflicht zu protestieren. Auf Transparenten forderten sie Entscheidungsfreiheit. Die Polizei teilte weiter mit, die Kundgebung sei angemeldet gewesen und friedlich verlaufen. Brand in südafrikanischem Parlamentsgebäude in Kapstadt. Das Feuer richtete erhebliche Schäden an. Ein Sitzungssaal wurde zerstört. Verletzte gab es nicht. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Deutsche Erfolge im Wintersport. Rennrodlerin Julia Taubitz holte in Winterberg ihren 3. Weltcupsieg dieser Saison. 2. wurde Nathalie Geisenberger. Im lettischen Sigulda gewann Francesco Friedrich mit Thorsten Margis den Weltcup im Zweierbob. Und das Wetter, morgen teils aufgelockerte, teils starke Bewölkung, stellenweise Schauer und einzelne Gewitter, am Abend im Südwesten Regen, sehr windig bei 6 bis 13 Grad.